Heute in der Sendung: IG Metall, 35 Stunden und freies Wochenende. DDR-Flucht, gibt es einen Weg zurück? Und Hütchenspiel jetzt auch auf dem Polenmarkt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Wie ADN vor wenigen Minuten gemeldet hat, versammeln sich zur Stunde in Leipzig wieder über 100.000 Menschen, um für Reformen in der DDR einzutreten. Zwischenfälle sind bisher nicht bekannt geworden. Um Zwischenfälle bei früheren Demonstrationen, wie am 40. Jahrestag der DDR-Gründung, ging es heute in Ost-Berlin. Der Bischof von Berlin-Brandenburg, Gottfried Forck, hatte dazu dem Ostberliner Oberbürgermeister Erhard Krack und dem SED-Bezirkssekretär Günter Schabowski eine ausführliche Dokumentation übergeben. Ausschnitte aus einer Pressekonferenz, der ersten Veranstaltung dieser Art von oppositionellen Gruppen zu diesem Thema, heute Mittag in der Kirche zum Fanpool. Wir veröffentlichen diese Berichte, weil die Medien unseres Landes diesen Bereich staatlicher Machtausübung nach unserem Eindruck noch immer verschleiern, vertuschen oder verharmlosen. Wir veröffentlichen nicht zuletzt, weil wir auf Fragen nicht nur unsere Kinder nicht sagen können, wir hätten von all dem nichts gewusst. Eine junge Frau, unbeteiligt, erzählt, was ihr am Abend des 7. Oktober in der Nähe der Gethsemane-Kirche passierte. Zuerst möchte ich vielleicht mal sagen, dass ich als unbeteiligte Person dort war. Ich wohne in der Gleimstraße und bin auf die Straße gegangen. Nach wenigen Minuten war es mir nicht mehr möglich, meinen Wohnort aufzusuchen, da die Straße abgesperrt war. Wir wurden dann unmittelbar vor der Gethsemane-Kirche zugeführt. Und da kam dann auch die erste Äußerung eines Polizisten, die schon angeführt wurde. Für solch einen Kampf muss das Hemd voller Blut sein und ähnliche Sachen, bis er von einem seiner Kollegen zur Ruhe aufgefordert wurde. Als wir unser Entsetzen zum Ausdruck brachten, wurde uns ohne jegliche Diskussion das Sprechen verboten. Das ging dann in die Emanuel-Kirch-Straße, wo wir auch erleben mussten, dass Leute geschlagen wurden. Dort mussten wir mit dem Gesicht zur Wand stehen, durften nicht sprechen, nicht rauchen, was ja nicht zu betonen ist unbedingt. Der Toiletteneingang erfolgte in Begleitung zweier Beamten. Das Schließen der Tür und das Spülen waren verboten. Anschließend nach 2,5 Stunden Frieren, ja nun mittlerweile schon, ging es nach Rummelsburg. Dort war der Toilettengang zunächst völlig unmöglich. Und nach circa 2,5 bis 3-stündiger Debatte wurde das möglich gemacht, mit der Aufforderung, zwei Mann absitzen, die wir hinter einem Baum geführt wurden und dort in Anwesenheit der Beamten ihre Notdurft verrichteten. Dann, wie gesagt, eine Vernehmung, wo man solche Sachen natürlich nicht mit reinnehmen wollte. Und nach mehreren Stunden dann eine Belehrung, wo man eigentlich nur den Paragraphen Asozialität rausgenommen hat. Alles andere nicht, wie öffentliche Herabwürdigung und dergleichen mehr, Gewalttätigkeit. Und zu guter Letzt wurden wir dann am Abend des 8. entlassen, mit der Bemerkung, dann noch einen schönen Abend. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt von Ost-Berlin erklärte für die DDR-Justiz, dass wir alle Anzeigen, Sachverhalte, Eingaben umfassend prüfen werden, dass dieses mir hier in die Hand gedrückte Material in diese Überprüfungen und Ermittlungen mit einbezogen wird. Und ich glaube auch, dass Sie verstehen, dass ich heute zu den laufenden Ergebnissen oder zu den laufenden Ermittlungen, besser formuliert, noch keine Stellungnahme abgeben kann. Doch das reicht den oppositionellen Gruppen nicht. Sie fordern: Erstens die rückhaltlose Aufklärung durch einen unabhängigen Untersuchungsausschuss und die Öffentlichmachung der Ergebnisse.
Zweitens, die sofortige Aufhebung aller Strafbefehle und Ordnungsstrafen. Drittens, die Wiedergutmachung an den Bestraften. Und viertens, die strafrechtlichen und politischen Konsequenzen. Angefangen bei den Sicherheitskräften bis ins Politbüro. Unter den vielen tausenden DDR-Bürgern, die in den letzten Wochen Hals über Kopf in die Bundesrepublik geflüchtet sind, ist natürlich auch manch einer, der diesen Schritt bereut hat. Gibt es für Sie einen Weg zurück? Republikflucht ist strafbar in der DDR. Dennoch hat Ost-Berlin jetzt grünes Licht für die Rückkehr gegeben. Doch die Unsicherheit bleibt. Christian Walter über Angebot und Widersprüche einer Rückkehr in die DDR. Gestern Abend in der aktuellen Kamera. Bonner AK-Korrespondenten berichten über mehr Arbeit für die ständige Vertretung der DDR durch rückkehrwillige DDR-Flüchtlinge. DDR-Bürger hören in hiesigen Lagern immer wieder, dass sie nicht zurück könnten, weil sie mehrere Jahre Gefängnis erwarten würde. Das ist eine Lüge, die nun auch die Bundesregierung vertreibt. In diesem Papier des sogenannten innerdeutschen Ministeriums heißt es, wer die DDR ohne Genehmigung verlassen hat, muss mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Unsere Regierung hat das genaue Gegenteil erklärt und auf Anfrage wurde mir bestätigt, dass in keinem einzigen Fall in die DDR Rückkehrende ins Gefängnis gekommen sind. Die Pressemitteilung, die der DDR-Journalist in Händen hält, spricht allerdings gar nicht über Rückkehrwillige, sondern über Flüchtlinge und ihre Reisemöglichkeiten durch und in die DDR. Tatsächlich haben sich die Flüchtlinge über Prag, Warschau oder Budapest nach DDR-Gesetz zunächst einmal einer Straftat schuldig gemacht: Republikflucht. In § 213 des DDR-Strafgesetzes heißt es, wer widerrechtlich die Staatsgrenze der DDR passiert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer als Bürger der DDR rechtswidrig nicht oder nicht fristgerecht in die DDR zurückkehrt oder staatliche Festlegungen über seinen Auslandsaufenthalt verletzt. Dieses Gesetz ist zwar ein Verstoß gegen die Menschenrechte, doch zahlreiche gescheiterte Fluchtversuche endeten mit der Verurteilung durch ein Stadtbezirksgericht in Ost-Berlin. Doch mit Recht und Gesetz nimmt man es in der DDR nicht so genau. So konnten sowohl DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel als auch die ständige Vertretung der DDR-Rückkehrwilligen Straffreiheit zusichern. Ohne eine solche Zusicherung sollte auch niemand diesem Vorschlag aus der ständigen Vertretung der DDR folgen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie Ihre 7 Sachen packen, sich in den nächsten Zug nehmen und fahren. So einfach hätte Reisen sein können. Auf die Zusage der Straffreiheit kann man sich verlassen, heißt es in informierten Westkreisen. Und das Rückkehrangebot gilt, wie die Abendschau heute bei der Generalstaatsanwaltschaft der DDR erfuhr, sowohl für Republikflüchtlinge als auch für die Ausgebürgerten, die nach DDR-Recht jetzt Ausländer sind und ihre Wiedereinbürgerung beantragen müssen. Noch drängen jedoch mehr in Richtung Westen. Und an Sie richtet sich die Pressemitteilung des Bundesministeriums. Wer nach der Amnestie vom 7. Oktober 87 die DDR illegal verlassen hat, sollte von einer Besuchs- oder Transitreise Abstand nehmen, wegen der diesem Personenkreis noch immer drohenden Strafe. Wer nicht sicher ist, ob er ungefährdet reisen kann, sollte sich beraten lassen. In Berlin unter Telefon 867 44 46. Nicht alle, die die Missstände in der DDR beklagen, verlassen ihr Land in Richtung Westen. Viele bleiben und fordern mutig und lautstark Veränderungen. Dazu gehören auch bekannte Rockgruppen, zum Beispiel die Pudis. Heute treten sie in der Deutschlandhalle auf und bei der Probe hatte Uli Zelle Gelegenheit, mit den Wanderern zwischen Ost und West zu sprechen. Geh zu ihr, einer der populärsten Hits der dienstältesten DDR-Rockband. Soundcheck heute Nachmittag in der Deutschlandhalle. Es haperte allerdings noch mit dem Ton. Neue Helden, ihre neue LP. Die Pudis gehören zu den DDR-Künstlern, die in einer Resolution Reformen und Demokratie für die Deutsche Demokratische Republik fordern. Glauben Sie, dass es der Staatsführung mit dem Dialog ernst ist? Wir wollen ganz einfach hoffen, dass es wirklich ernst gemeint ist. Und wir gerade als Künstler können ja eine Menge mit dazu tun. Und es muss eben in Zukunft so sein, dass wir auch viel tun dürfen. In den DDR-Massenmedien wurde die Resolution allerdings noch nicht vollständig veröffentlicht. Doch konnten die Initiatoren immerhin in der Zeitschrift Junge Welt auf die Veröffentlichung drängen. Die Pudis sind ganz optimistisch, dass es ein Umdenken in der Republik geben wird, dass sich selbst Betonköpfe von gestern erweichen lassen. Dann kann ja durchaus möglich sein, dass die Genossen da wirklich ein bisschen umdenken. Ich meine, so verstellen kann man sich ja normalerweise nicht. Man kann ja nicht vorher eigentlich für die eine Sache sein und hinterher tut man, als ob man eigentlich
ganz was anderes macht. Ich glaube schon, dass da vielleicht auch wirklich ein ernsthaftes Umdenken erfolgt ist. Erste Anzeichen für Veränderungen in der DDR machen die Pudis im DDR-Fernsehen aus. Naja, man kann ja, wenn man intensiv die letzten Tage verfolgt hat und verglichen hat, feststellen, dass die aktuelle Kamera teilweise interessanter ist als heute und die Tagesschau. Und trotzdem müsse sich gerade in den Medien noch viel tun. Dass also so berichtet wird, wie es eben wirklich ist, ohne zu beschönigen. Die Pudis, Goethe und Nationalpreisträger der DDR, sind seit 20 Jahren Liebling der 40-jährigen Republik. Als DDR-Exportartikel und Devisenbringer genießen sie Privilegien, die sie jetzt auch für ihre Fans einfordern. Wir Pudis können reisen, das ist richtig. Und ich würde gut finden, wenn einfach alle reisen könnten. Dass sich einfach auch in der Wirtschaft viel ändert, eben dass es viel zu kaufen gibt, eben versitzt, dass man für sein Geld was zu kaufen kriegt, dass man nicht 100 Jahre auf ein Auto wartet und. Und dass er die Schnauze auch aufmachen kann. Ich glaube, das ist für die Jugend zumindest mit am wichtigsten. Übrigens, die rockende Altherrenriege tritt heute zum letzten Mal in West-Berlin live auf. Ab ca. 22 Uhr. Es lohnt also noch den Gang in die Deutschlandhalle und die 15 Mark Eintritt. Ja, und nun ein Nachrichtenüberblick mit Uli Herzog. In einem Ostberliner Industriebetrieb wurde heute die erste unabhängige Betriebsgewerkschaft in der DDR gegründet. Die neue Gewerkschaft im Geräte- und Reglerwerk Wilhelm Pieck trägt den Namen Reform. Sie fordert das Streikrecht und die Festsetzung von Preisen und Löhnen durch die Betriebe. Dem offiziellen Gewerkschaftsbund FDGB wirft die Reform vor, nicht die Interessen der Werktätigen zu vertreten. Erhoben werden auch weitergehende Forderungen wie Reisefreiheit, Recht auf ungehinderte politische Betätigung, Pressefreiheit und freie Wahlen. Die FDP-Fraktion des Bundestages ist zu ihrer traditionellen Herbstsitzung in Berlin. Heute Nachmittag traf sich der Fraktionsvorstand, um die morgige Zusammenkunft der Gesamtfraktion vorzubereiten. Schon am Vormittag war die FDP-Fraktionsspitze zu einem Gespräch beim regierenden Bürgermeister Momper im Rathaus Schöneberg. Themen der einstündigen Unterredung: die jüngste Entwicklung in der DDR, Mompers Vorschlag für volles Stimmrecht der Berliner Abgeordneten im Bundestag und der Bau des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Letzter Akt beim Untergang der Firma Roter Print. Morgen beginnt hier auf dem ehemaligen Werksgelände an der Gottschedstraße in Wedding der Totalausverkauf. 4 Tage lang wird das gesamte Inventar versteigert. Schon heute konnten Interessierte das Auktionsgut besichtigen. Unter den Hammer kommen 4.526 Positionen. Hochwertige Werkzeugmaschinen gehören genauso dazu wie alte Radios oder auch Werkzeug. Der Verkehrswert von allen wird auf rund 7 Millionen Mark geschätzt. Die Firma Roter Print musste im Sommer, nachdem mehrere Rettungsversuche durch den Senat gescheitert waren, Konkurs anmelden. Bis kurz vor Mitternacht hat der Senat am Sonnabend in einer Klausurtagung über Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot beraten. Geplante Maßnahmen: in den nächsten 4 Jahren werden 35.000 öffentlich geförderte Wohnungen ganz neu gebaut, 7.000 mehr als bisher vorgesehen. Finanziert wird das Wohnungsbauprogramm durch Einsparungen an anderen Stellen. Verschiedene Großbauprojekte werden verschoben oder in der Finanzplanung gestreckt. Leistungen für Aus- und Übersiedler werden gestrichen oder gekürzt. Beschlossen wurde auch, abgelehnte polnische Asylbewerber konsequent in ihre Heimat zurückzuschicken. Die Polizei hat am Wochenende eine Drogenküche ausgehoben. Ort die Wohnung eines Diplom-Ingenieurs für Lebensmitteltechnologie in der Bleibtreustraße in Charlottenburg. Gefunden wurde so ziemlich alles, was zur Herstellung von Amphetamin gebraucht wird. Laborgeräte, Chemikalien, Rezepte und Fachliteratur. Der Ingenieur sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die IG Metall, die größte Einzelgewerkschaft der Welt, hat gestern Sonntag ihren Gewerkschaftstag begonnen. Und das, obwohl sie sich für ihre Mitglieder ein arbeitsfreies Wochenende fordert. Intensiv gearbeitet wurde allerdings auch noch nicht. Damit ging es erst heute richtig los. Der Gewerkschaftstag, der eigentlich kein Tag ist, sondern die ganze Woche lang dauert, ist für Franz Steinkühler und seine Mannen die Vorbereitung auf die Tarifrunde 1990. Ein Kampf mit harten Bandagen. Alle 3 Jahre werden bei der IG Metall die Weichen gestellt, personell und in den Sachfragen. Diesmal kamen die rund 550 Delegierten nach Berlin, um sich hier auf die möglicherweise härteste Tarifauseinandersetzung seit 1984 vorzubereiten. 3 Jahre lang war es wegen der langen Laufzeit der Verträge an der Tariffront relativ ruhig. Aber schon im Vorfeld der im nächsten Frühjahr beginnenden Tarifverhandlungen wurde klar, dass es mit der Ruhe vorbei ist.
Zentrales Thema ist die 35-Stunden-Woche und das arbeitsfreie Wochenende. Und da haben beide Seiten, Arbeitgeber und Gewerkschaft, schon Kampfbereitschaft signalisiert. Zum ersten Mal wird, wenn es zum Arbeitskampf kommen sollte, Franz Steinkühler an der Spitze seiner Gewerkschaft stehen. Da gibt es für die Gegenseite schon von der Person her eine harte Nuss zu knacken. Zum Auftakt des Gewerkschaftstages in Berlin waren die Töne noch recht gemäßigt. Wir können aber nachweisen, dass Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze schafft. Und deshalb steht die 35-Stunden-Woche auch im Zentrum unserer Forderungen für die nächste Tarifrunde. Rund 800 Anträge müssen die Delegierten in dieser Woche bewältigen. Außerdem wird am Mittwoch der Vorstand neu gewählt. Die Spitzenkandidaten sind unumstritten. Aber für die übrigen Mitglieder des 11-köpfigen geschäftsführenden Vorstandes könnte es möglicherweise die eine oder andere Überraschung geben. Und zur inhaltlichen Diskussion bereit. Einigkeit herrscht bei den Delegierten in der Frage der Arbeitszeitverkürzung. Aber auch die Lohnerhöhung wird von vielen für gleichrangig gehalten. Wir wissen auch, dass da noch ein großer Konflikt auf uns zukommt, aber wir müssten die 35-Stunden-Woche einfach erringen. Das muss beides sein. Einmal Arbeitszeitverkürzung, um Arbeitslose wieder in den Beruf einzubringen. Und zum anderen Gehalts- und Lohnerhöhung aus dem Grunde, um die Kaufkraft zu stärken. Zu Spannungen könnte es kommen, wenn es um die Frage der Laufzeit der tarifvertraglichen Vereinbarungen geht. Hier möchte sich die Gewerkschaftsspitze Kompromissmöglichkeiten offenhalten. Ein Teil der Delegierten neigt aber dazu, das Korsett möglichst eng zu schnüren. Keine Kompromissbereitschaft gibt es in Bezug auf das arbeitsfreie Wochenende. Und das vor allem aus familienpolitischen Gründen. Das arbeitsfreie Wochenende ist genauso wichtig wie kürzere Arbeitszeiten. Vor allen Dingen aber für die Frauen, weil sie Haushalt, Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen. Und deshalb fordern unsere Kolleginnen auch kürzere Arbeitszeiten für ihre Männer, damit die sich auch an der Haus- und Familienarbeit besser beteiligen können und gemeinsame freie Zeit am Wochenende verbracht werden kann. Was die Zahl der Mitglieder anbelangt, so ist die IG Metall im Aufwind. Rund 90.000 kamen in den letzten 3 Jahren hinzu. Und damit stehen jetzt 2,6 Millionen Metaller hinter der Forderung, die sie auf ihre Fahnen geschrieben haben. Vom Hütchenspiel, das sich auf unseren Straßen breit macht, haben Sie sicher schon gehört. Auch wir haben darüber berichtet. Ein Spiel, das harmlos klingt, aber alles andere als harmlos ist. Seit die Polizei ein strenges Auge auf das Treiben mit den 3 kleinen Kügelchen wirft, hat sich der Schauplatz verlagert. Von der Innenstadt zum Polenmarkt. Dort versuchen nun die gut organisierten Spielertrupps, den Polen, die sich mit dem Verkauf ihrer Habseligkeiten ein paar Mark machen, das Geld wieder abzujagen. Die Polizei kann sich bei dem Massenaufgebot nur noch auf Parksünder und den ordnungsgemäßen Verlauf des Straßenverkehrs rund um den Polenmarkt konzentrieren. Mittendrin, wie Fische im Wasser, die jugoslawischen Hütchenspieler. Sie haben ihre Organisation von der Innenstadt hierher verlegt. Überall da, wo viele Menschen aufgeregt im Kreis stehen, wird auf dem Polenmarkt gespielt. Eine Kugel wandert blitzschnell unter 3 Hütchen hin und her. Gegen 50 oder 100 Mark kann man hier mitspielen. Wer errät, wo die Kugel ist, gewinnt. Doch das passiert nicht. Nur eingeweihte Animateure, die zum Schein mitspielen und große Geldbeträge setzen, gewinnen bei dem Spiel, um ahnungslose Zuschauer zu animieren. Als normaler Mitspieler hat man keine Chance, denn hier wird falsch gespielt. Und das geht so. Die Falschspieler lassen die Kugel einfach in der Hand verschwinden. Durch leichtes Anheben des Hütchens geht das. Genauso legen sie die Kugel wieder unter eines der Hütchen, ohne dass man es bemerkt. Das alles hier in Zeitlupe wiedergegeben, passiert so schnell, dass es das Auge nicht wahrnehmen kann. Also wenn Gelder scheinbar gewonnen worden sind von Leuten, die hier sich auf das Hütchenspiel einlassen, dann versucht man um jeden Preis das Geld wieder zurückzukriegen. Da kommt es schon mal zu Körperverletzungen, zu Bedrohungen auf jeden Fall. Und wir haben also jetzt auch vereinzelt schon Raubtaten bzw. räuberische Erpressungen feststellen müssen. Nach gemachter Beute wird zwischen den Animateuren und Falschspielern Kasse gemacht. In aller Öffentlichkeit. Danach liefert man im Gänsemarsch beim Boss seinen Gewinn ab. Das ist der freundliche ältere Herr im weißen Hemd im Hintergrund.
Er steuert die Fallspielerbande auf dem Polenmarkt und besorgt seinen Spielern Unterkünfte und leistet Beistand bei den lästigen Verhaftungen der Polizei. Er organisiert die Standorte der Spieler. Kurzum, er hat die Fäden in der Hand und hält sich auch immer in der Nähe seiner Jungs auf, die jetzt immer häufiger mit deutschen und polnischen Helfern Passanten anlocken. Mit neuen Instruktionen geht die Gruppe wieder an die Arbeit und mischt sich unter die Hütchenspielergruppe. Hier setzen die Animateure dann zum Schein wieder große Geldbeträge und gewinnen. Für die Polizei ist es äußerst schwierig, dazwischen zu schlagen. Die Banden haben Wachen aufgestellt und sobald sich Polizei nähert, löst sich buchstäblich alles in Luft auf. Doch am kommenden Wochenende zieht die Polizei andere Seiten auf. Dann werden hier über Lautsprecher in polnischer Sprache permanent Warnungen vor den Hütchenspielern durchgegeben. Ob's hilft, wir wünschen es der Polizei. Ja, beim Sport, Lothar Hinze, da geht es um andere Spiele. Da wird auch nicht betrogen, da wird höchstens mal gerempelt, ne? Na, Evelyn, auch da ist natürlich beides mal möglich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unter den Zehntausenden, die bisher aus der DDR in die Bundesrepublik und nach West-Berlin kamen, befinden sich natürlich auch sehr viele Breitensportler. Auch einige Leistungssportler sind darunter. Blau-Weiß 90, zurzeit mit mäßiger Leistung im Mittelfeld der zweiten Fußball-Bundesliga zu finden, hofft, sich mit einem Fußballer aus der DDR-Oberliga verstärken zu können. Dieter Grusch berichtet. Sonnabendnachmittag im Olympiastadion. Unter den 2000 Zuschauern ein junger Mann, der den Westberliner Fußballfreunden noch unbekannt ist. René Defke, Anfang des Monats von der DDR über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik gekommen. Der 22-Jährige sah, wie sein neuer Verein Blau-Weiß 90 eine 0:2 Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers einstecken musste. Das Maifeld gestern früh, René Defke beim Training. Stammspieler bei Union Berlin war er, wollte aber nicht Vertragsspieler werden und ging als Amateur nach Ludwigsfelde. Er ist ein sehr williger Junge, der auch von der Athletik her sehr, sehr viel mitbringt. Schneller Spieler. Und ich könnte mir vorstellen, dass der seinen Weg gehen kann. Bei Blau-Weiß 90 hofft man, dass der Mittelstürmer nach 60 Tagen Sperre, also Anfang Dezember, als Amateur spielberechtigt sein wird. Wo ich herkomme, hatte ich ein flaues Gefühl irgendwie gehabt, weil ich, wie gesagt, Profi, drüben war ich Amateur. Und hier bei den Profis mal mittrainiert habe, war das irgendwie, naja, ich hatte ein flaues Gefühl, weil ich nicht wusste, wie stark sind die Spieler und wie stark bin ich. Ich konnte mich selbst nicht so richtig einordnen. Der erste Eindruck, er könnte später vielleicht als Profi die Angriffsmisere der Mariendorfer beheben. Man traute seinen Ohren und Augen am Wochenende nicht. Hertha BSC steht nach dem überraschenden 2:1 bei Eintracht Braunschweig auf dem zweiten Platz der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Gesundbrunner träumen schon von der ersten Liga. Albträume dagegen bereiten immer wieder einige Anhänger. Unappetitliches von Johannes Kerner. Mehrere Festnahmen wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Knapp 100 der 2000 nach Braunschweig mitgereisten Fans sorgten für einen langen Arbeitstag der Polizei. Wenn Rabauken eine Reise tun, kann die Reichsbahn was erleben. Das eigentliche Spiel in Braunschweig erlebten 18.000 Zuschauer, die in der ersten Hälfte eine enttäuschende Hertha und den umstrittenen Führungstreffer der Gastgeber sahen. Doch bald darauf jubelten auch die Fans aus Berlin. Vorausgegangen war das 1:1 durch Theo Gries mit der Nummer 10. Die 49. Minute. Der 28-jährige Gries, Herthas bester Torschütze, avancierte zum Helden von Braunschweig. Sein Superkopfball, das 2:1 in der 75. Minute, bedeutete Herthas Sieg. Und das, obwohl Gries sich zuvor mit einer Schulterverletzung herumplagte. Dann habe ich eine Spritze gekriegt vom Spiel, Verband gekriegt, Zähne zusammengebissen und als Belohnung 2 Tore. Ein gebürtiger Pfälzer also schießt Hertha in der Tabelle nach vorne. Am Sonntag kommt ein ehemaliger Verein Alemannia Aachen ins Berliner Olympiastadion. Football, diese typisch amerikanische Art, gegen den nicht runden Ball zu treten, hat auch hierzulande viele Freunde. Die schnellen Berliner gehören zu den Besten der Bundesliga. Gestern gab es das Finale in Nürnberg auf neutralem Boden vor 10.000 Zuschauern. Der Berlin-Adler gegen die Red Barons aus Köln. Axel Hannemann jubelte mit den Siegern. Auf Quarterback Cliff Madison wollten die Berlin-Adler trotz seiner angeknacksten Rippen nicht verzichten. Mit seinen Pässen, Marke Sonderklasse, schickte er immer wieder seine Mitspieler, hier Florian Gneis, zum Lauf in die Endzone und zum Touchdown für die Berliner. Tausende Berliner Fans in Nürnberg waren begeistert.
Aber nicht immer fand Madison einen freien Mitspieler. Und die Kölner erwischten ihn in der eigenen Touchdown-Zone. Quarterback-Sack und 2 Punkte für die Red Barons. Gleichstand in einem hochdramatischen Finale. Die Freude der Kölner Fans allerdings verfrüht. 2 Minuten vor Spielende sicherte Florian Gneis den Adler den 30:23 Sieg und damit die 2. deutsche Meisterschaft. Vollkommener Triumph, auch die Junioren des Clubs wurden deutscher Meister, also gute Nachwuchsarbeit auch bei den Berlin Adlern. Sonne, Segeln, Sommerwetter im Herbst, nur eins fehlte den internationalen deutschen Flying Dutchman Meisterschaften auf dem Berliner Wannsee, der Wind. Mit Mühe und Not konnten die Wettfahrten gestern zu Ende gebracht werden. Das sind die Sieger unter 62 Teilnehmern, Andreas Willem und Carsten Kemmling vom Düsseldorfer Yachtclub. Als 5. beste Berliner Hans Albert und Manfred König vom veranstaltenden VSAW. Ja, und ich schlage vor, wir segeln jetzt auch davon, aber wir versprechen Ihnen, morgen um 19.22 Uhr, da legen wir wieder an, hier in unserem Hafen im Abendschaustudio. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.